Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Raft im Multiplayer. Ja, Hallo. mit dabei Hallo. Hildegard, Heinz, Rüdiger, Rudolf. Obwohl, haben wir Rüdiger? Ich weiß gar nicht. War Ja, das Rüdiger Rüdiger. gestorben? Wen haben wir noch? Hildegard und Waltrud. Außerdem mit dabei Hanna und Pascal. Hallo. Hallo. Genau. Seit der Wir letzten haben so Folge hat viel sich nichts Essen, geändert. ne? Werde ich halt noch. Diese ganzen Rattenviecher, deshalb habe ich das noch um Steaks. True, ich habe noch 6 rohes Fleisch. Hätte 9. So, ich Mein würde sagen, wir fahren mal los. Inventar ist vollgemüllt. Junge, jetzt hör auf zu Meins heulen. auch. Ich muss mal entschlacken, das Inventar. Ankerlichten. Ja. So, jetzt wäre die Rezept. Frage. Rezept Silbersmoothie. Haben wir den schon, den Silbersmoothie? Nö, glaube nicht. Jetzt wäre die Wo kommt Frage, Gras hin? gehen wir zu Wasagatan oder zu Balboa Island? Bei mir im Aber jetzt Dingsbuch beide. steht Balboa Island. Ja, war Wasagatan jetzt nicht gerade eben das hier? Voll Stimmt, ich warm. bin dumm. Ja. Balboa Island, 1260. Nächstes ist dann Balboa Island. Das ist der, das wo wir jetzt hinsteuern sollten, ne? Was sollte auch noch eine Sache sein wird, ist das Haus hier, in dem wir uns befinden, ne? Es soll heute noch umgebastelt werden, zu vergrößert werden. Da fange ich direkt schon mal an. Was für Sachen, also was verwenden wir dafür? Holz und Nägel. Festes Holz. Ich brauche erstmal Was ist Nägel, in das ist der richtig. Richtung? Genau, wir hatten noch zwei neue Dinge, ne? Ein Lenkrad und ein Motor. Motor. 20 Planken, der Motor. Uiuiui. Pascal. Ja. Wo willst du dann die neuen Treppen hinbauen? Einfach dann hier draußen hin oder auf Nee, der warte anderen mal. Seite? Nee, die kommen eins nach eins eingerückt. In Richtung Haus. Eins eingerückt, wenn du verstehst, was ich meine. Ah Oder können So, du kommst. lenken. Yay. Hihi. Das bringt uns zwar zumindest vom Antrieb her nicht viel, aber. Pascal, machst du die Treppen da? Ja, mach ich. Wir müssen uns übrigens fein lieber irgendwie entscheiden, in welche Richtung wir fahren wollen. Bei Boa Island. Ja. Nee, ich meine, wo vorne ist man los? Na, das Haus ist hinten, ne? Okay. So. Das war das Gesagte. So, jetzt haben wir auch einen Balkon. Oh, cool. Junge, der sieht richtig geil aus. Und Ich meine, die armen schon. Tiere, dass die kein Sonnenlicht mehr bekommen, aber. Und schon muss Tobi sich nicht mehr beschweren. Nee, da Wände ist doof. Wenn dann jetzt noch die Treppe hier hinkommt, dann hast du keinen Gang mehr. Nee, die Wände sind erstmal doof. Und das soll auch kein ein, das soll ja auch nicht ein großer Raum werden, das soll ja mehrere Räume dann werden. Wegen den Räumen weiß ich selber noch nicht ganz, wie wir das machen. Warum machst du es dann nicht so, dass wir hier drüben die Treppe hinbauen? Dann haben wir zwei Räume. Du meinst jetzt hier hinbauen. Nein, nein, dass du die Treppe hier, wo ich stehe, dass du die Treppe hier Ja, dann hochbaust. haben wir jetzt hier links und rechts einen Gang. Nee, nee, hier sollen an die Wand dann Räume ran, alles. Wir wollen auch Fenster Nein, in ich meine, Räumen dass du haben. dann hier diesen Gang hast und dann hier hast du einen Raum und hier drüben hast du einen Raum. Nee. Weil dann können wir hier oben drauf noch eine Terrasse bauen. Ach, streitet euch mal. Ich hab das schon durchdacht irgendwie. Ich hab kein Holz mehr. Irgendwie voll. Ich hab kein Holz mehr. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, hier die Treppe andersrum zu bauen, sodass du nicht die ganze Zeit ringsherum Ja, laufen ist musst? richtig. Dann baue ich die mal wieder ab und platziere eine neue. Ganz so schöner Holz. Soll ich dann hier schon mal Boden hinsetzen, Pascal? Wohin? Oben an Ja, die kannst du Treppe? machen. Deswegen setze ich ja gerade die Säulen. Okay.
Ich setze den nur gleich wie unten. Jetzt brauche ich wieder Holz. Ich habe gerade 4 Stacks verbrannt. Ist halt nur so ein bisschen dezent teuer. Ja, ne? Macht aber immer Sinnvolles. Ausbauen ist nicht sinnvoll? Aha. Ein Haus bauen, ja. Ausbauen ist was anderes als Haus bauen. Ja, wir machen ja Haus bauen. Naja, aber ausbauen wäre sinnvoll, Haus bauen nicht. Klicker die Klacke, die Klick. So, ich habe den Motor gebaut. Ja, auch nicht. Wo soll ich denn den denn hinpacken? Den was? Den Motor. Wir haben kein Holz mehr, Tobi. Was? Ja. Ich habe gerade die letzten Stacks genommen. Du Scheiße, ist dieses Ding fett. Ich pack's mal hier hin. Na, ist so, angeln mal wieder ein bisschen. Okay, wir haben einen neuen Plankenverbraucher. Ich hab kein Holz mehr. Der hat einfach 17 Planken gefressen, das Teil. Welches Teil? Der Motor. Ups. Na, gib dir mal lieber keine Planken, wir brauchen die. Dann steuer lieber mit dem Säger zu dem Motor. Ja. Ich finde es nicht sinnvoll, Stützen als auch Wände zu benutzen. Ich glaube, auch Wände können stützen. Naja, das kommt drauf an, wie weit du die reinbaust. Ja, aber überall da, wo Stützer in Eckwänden von Wänden stehen, kann ich die Stützer wegmachen. Ja, das stimmt. Ich bin mal von Motor. Der nicht wirklich funktioniert, weil er zu viel... Ein Motor, 100 Floßplanken für uns. Ja. Das kann nicht ganz hinhauen. Da ist irgendwas falsch kalkuliert worden. Warum zwei Motoren? Ich brauche was zu trinken. Der Baumeister, ey, ist mal am Stöhnen, ey. Ich brauche was zu trinken. Ja, ist so. Übrigens, du hast den Motor genau da hingestellt, wo ich mich immer Wasser holen gehe, ne? Ich auch. Das ist mir auch schon da aufgefallen. Das ist so ein bisschen nervig. Sehr suboptimal. Jetzt muss ich weiterlaufen zum Wasser holen. Tobi, du tust mir leid, wenn wir stellen uns die ganze Zeit sehr ineffizient gebaut, um hier möglich weiterzukommen. Haben wir jetzt eigentlich noch ein paar Palmsamen irgendwo? Ich weiß, einen Palmsamen habe ich mal eine Kiste gelegt. Ich habe gerade drei Blumen dort reingetan. Jetzt habe ich 48 schwarze Farbe. Super. Jetzt können wir ganz viele Sachen schwarz anmalen. Ah ja, dann können wir immer unsere Zimmer von innen dann bemalen. Das stimmt. Ah, jetzt wissen wir mal, wofür wir das verwenden. Hier ist ein Palmsamen drin. Nö, jetzt muss man das Tor ja wirklich mal benutzen. Und der Dodo läuft direkt raus. Dodo entflohen. Alles gut, er ist schon wieder da. Also an Eiern wird es uns niemals mangeln. Ja, wir haben jetzt schon über 3 Stacks. Na, wir bräuchten halt Ton, damit wir mehr Heilsalbe machen können für euch zwei Deppen. Come on, ich habe eine verwendet. Habt ihr noch zwei Planken? Ja, habe ich. Wenn du kurz herkommst, dann kann ich dir die geben. Wenn ich kurz sehe, wo du bist. Einfach vorne am Schiff. Ach, hier. Hallo, da bin ich. Da hast du 8. Dankeschön. Alter, der Balkon sieht echt nice aus. Ich habe von draußen noch gar nicht beobachtet. Das stimmt. Alter, der sieht gut aus, der Balkon. Ich bin immer noch dafür, dass wenn wir dieses Haus hier dann abreißen, dass da dann die Wiese hinkommt. Also das alte Haus soll die Wiese jetzt hin, oder wie? Naja, ich finde, die Wiese unter dem Balkon hat was. Ja. Ja, man könnte die ja ausbauen, dass die mit bis dahin geht. Irgendwie. Nee. Ich würde da, wo das alte Haus ist, schon weiter ein Haus lassen, ne? Oh Gott, jetzt brauchen wir noch Farbmischungen für die ganze Palette. Ist doch gut. Haben wir wenigstens was, was wir machen können. Ja. Wenn wir kein Holz verbrauchen. Und das Schwarze, das ist das Einzige, was ich aktuell nicht alleine benutzen kann.
Oh Gott, also ich will mein Zimmer, by the way, nicht schwarz haben. Also nicht nur. Ich würde so ein blau. Jemand eine Planke? Was? Eine Planke? Wenn du herkommst? Ich geb dir nicht eine Planke. Ah, 1, 2, 3, 4 Stacks, bitte sehr. Oh. Ich habe jetzt einen Farbschrank. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist so voll. Ich dachte, du hast keine Planken mehr. Wie kann dein Inventar voll sein? Ich weiß es auch nicht. Ich kann noch nichts mehr ablegen, weil unsere Obstkiste voll ist und ich habe Obst dabei. Dann ist das Obst auf. Oder ist es auf, ja eben. Ich habe aber Trinken und Essen voll. Dann gib's mir. Will. Ja. 6 Mangos. Eine Kartoffel. Brazi. Rübe. Alles schon gebraten. Wollen wir auf die Insel oder nicht? Welche? Die links. Also links von uns. Kokosnüsse. Oh, ich habe Müllwürfel. Sind wir vorbei. Haben wir nur die Müllwürfel gelagert? Ja. Ja, Ausrüstungskiste. Also die einzige Kiste, die noch nicht im Haus war. So, wir haben hier auf der ersten Etage 3 Zimmer jetzt. Ich guck's mir jetzt mal an. Ich hab's bisher noch nicht gesehen. Ja, warte, die 3 Planken waren für dich, oder? Ja, alles gut, alles gut. Ja, ich hab. Ist ja nicht so, als ob wir untätig sind, ne? Ey, das, also ist wirklich, ich nehm, das sieht wirklich cool ich nehm das rechte, das ist meins. Dann nehme ich das in der Mitte. Na, ich weiß nicht, ob wir das... Das in der Mitte dachte ich eher so als Dingezimmer, das links und rechts ein Zimmer ist. Und dann in der zweiten Etage oben dann wieder nochmal so 2 Zimmer. Okay, kommen. Dann nehme ich das linke. Tobi, wenn du einen Chip brauchst. Ich hänge mal hier eins hin. Obwohl, nee, ist vielleicht besser, wenn man es draußen. Nee, würde ich nicht machen. Ich so hab ein Schild vor der Fresse. Meine Planken sind schon wieder alle. Oh. Das kann man einfach an die... Oh Gott. Das ist halt ein bisschen doof. Wo soll ich mein Schild... Naja. Da. Ich will jetzt ein bisschen an die Tür. Hat jemand Planken? Ich hab 8. Ja, okay, nee, das reicht mir nicht. Ich hätte gern eher so 80 Stacks. Ich fäll mal auf der Insel die Bäume. Mach das. Deswegen haben wir auch hier gehalten. Ich würde mal meine Hängematte nehmen. Und die auch. Oder die bei mir. Eine stehen. Hängematte, als hätten wir die jemals zugeteilt. Also nehmt ihr die beiden Zimmer in der ersten Etage? Ja. Okay, wer links, wer rechts sind, dürft ihr euch aussuchen. Haben wir schon gemacht? Haben wir schon. Du hast nicht zugehört. Hast du nicht genau, falls du zugehört. Obwohl, nee, ich hab nicht genau zugehört. Ich hab eher überlegt, wo ich Planken herbekomme. Und wir hatten, du hattest doch irgendwie ein Bett erforscht. Dieser Balken ist so scheiße platziert. So, wollen wir uns erstmal hinlegen? Hat jemand noch eine Axt für den letzten Baum hier oben? Ja, hab ich. Kannst du erstmal pennen kommen? Oder war das hier? Nee. Muss aber Inventar schon wieder entmüllen. Au! Ah, fuck. Das Wasserspray auf den Felsen aufgeklatscht. Er hat das gesehen, ich hab das beobachtet. Ah, das war ein bisschen unbequem. So, Pascal, da ist deine Axt. Axt? Ah, Axt. Oh, Inventar ist doch voll. Meinte nicht irgendwer, dass er ein Bett erforscht hat? Ja, hab ich. Also nicht erforscht, ich hab's, ein Dekorationspaket, ja. Ja. Muss solche Sachen wie ein einzelnes Plastik im Inventar liegen. Ich werde so bei mir einfach eine Bibliothek reinbauen. Aber ich habe wirklich gar keinen Plan, wo das Bett ist. Ich finde es halt auch nicht. Das ist ein bisschen komisch. Kann sein, dass wir auch noch nicht alles haben, um das überhaupt zu machen. Das kann auch sein, ja. Wir haben es übrigens so. Um 1. Nachts. Auch gut. Ja, gut. Hast du eine Uhr jetzt, oder wie? Ja. Cool. Was? Ach, die Palmblattkiste ist voll. Tu sie in den Recycler, dafür haben wir den. Darf ich auf meine Seite einen Balkon für mich machen?
Nee. Kannst du einfach die Architektur des Hauses ändern? Oh. Wir haben einen Balkon, benutzt den. Wir haben einen Gemeinschaftsbalkon hier und auf die zweite Etage kommt eine Terrasse und oben kommt noch eine Dachterrasse. Was willst du noch einen extra Balkon für dich haben? Da kann ich meine Bücher draufstellen. Wie viele Bücher hast du vor zu machen? Bücherregale bauen? Boah, der für Bücherregale an die Wand. Das ist kein Bücherbalkon. Wenn es regnet, sind die Bücher alle nass. Gutes Argument. Nee, das Zimmer ist nicht breit genug, dass ich mein Bett. Warum liegt denn eine Metallaxt rum auf dem Boden? Ich muss das Denkzeug stellen, was sehr, sehr nervig ist, weil ich dann auf die eine Seite höchstens einen Tisch hinbekomme und dann vielleicht ein ganzes Regal, aber keine zwei oder drei. Soll ich in der Mitte das Zimmer für euch aufteilen? Nee, passt, geht nicht, ist unsymmetrisch dann. Dann mach eine Abstellkammer in die Mitte. Hast du jetzt die Tür rausgerissen bei dir? Nein. Mach sie zu, dann wirst du es sehen. Das ist, ja, das ist cool. Ah, und du hast da jetzt links und rechts zwei Pflanzen hinge. Was dagegen? Ja, mein Zimmer, meine Regel. Sieht ein bisschen eng aus. Ja, das ist auf die stehen aber im Flur, die Pflanzen. Ja, okay, mach den Gang breiter. Ich hab den nicht gebaut. Ja, dann wäre das Zimmer daneben eng. Du kannst sie doch hier innen an die links und rechts neben aber die Tür stellen. Aber wir können dieses Zimmer auch als Arbeitszimmer nehmen. Also, dass jeder so ein Schreibtisch oder so drin hat, falls man Bock drauf hat. Ja, das soll ein allgemeines Zimmer hier werden. Also, Mannschaftszimmer oder Trophäenzimmer. Leute, eins von beiden. Wenn gehen, der Mond geht schon unter. Ja, dann kannst du doch lassen. Dann können wir die Nacht durchmachen. Es liegt dort schon im Bett. Ich weiß nicht, ist mein Holz jetzt schon wieder weg? Ja, natürlich. Ich habe doch nichts gebaut. Ich habe doch gar nichts gebaut. Also Leute, ich gehe jetzt auf jeden Fall tauchen. Okay. Dann geh tauchen. Na, es gibt keine Köder mehr. Hat jemand Lust, Köder zu basteln? Jemand Planken? Pascal, ja. Es ist wirklich nicht mehr lustig. Aber ich brauche Planken. Das weiß jeder und es interessiert keinen. Aber ich brauche Planken. Leute, denkt dran, sammelt Ton ein. Ton? Wir haben nur ordentlich Ton in der Kiste. Erstens brauchen wir dafür Blumentöpfe, diverse Dekorationen und für Heilsalbe. Ja. Zwei Eier und einen Ton brauchst du für eine Heilsalbe, ist das Ding. Kann man jemanden einen Heilköder machen? Ist da keiner mehr drin? Ich hab noch einen im Inventar. Ach, sehr gut. Inventar entleeren. Ich werf ihn weg. Hui. Aber nur wenn er Planken mitbringt. Er beißt. Wieso wir Planken mitbringen? Gehst du nicht selber tauchen? Doch. Okay. Aber ihr sollt auch Planken mitbringen vom Tauchgang. Planken vom Tauchgang? Ja. Was für Planken? Von dem versunkenen Schiffswrack. Noch beißt der Hai. Hm. Hör ich. Ich beobachte ihn. Ich schwimme direkt neben ihm hier im Wasser. Ich weiß, ich sehe euch nicht. Er ist frei. Nehme ich mal an. Mhm. Ich habe da ganze zwei Metall gefunden. Dein Ernst? Ja. Naja, mehr Metall. Haben wir noch irgendwo. Ach, hier sind Baumsamen, aber hier hat niemand Wasser drauf geschüttet auf die Baumsamen. Stimmt, das wollte ich eigentlich machen, aber dann wurde ich abgelenkt. Wobei ich die nicht gepflanzt habe, also daher. Ich habe kein Essen mehr. Ich brauch Planken. Hey, warum bist du eigentlich süchtig? Ja, ich bin in die Plankenabhängigkeit geraten, ne? Das ist so hart gefallen. Fun Fact, um einen Motor zu bauen, braucht man 20 Planken. Ja, dann würde ich das erstmal unterlassen. Wir haben Segel, die sind auch. Wer war eigentlich verantwortlich, um die Insel zu looten? Pascal. Ich habe die Bäume gefällt, dass meine Axt kaputt war. Hier oben ist noch ein Baum.
Und die neue Axt konnte ich mir nicht nehmen. Wow, und die neue Axt, die mir gegeben wurde, konnte ich nicht nehmen, weil Inventar voll. Ach so, und das, die hab ich dann eingesammelt, ja. Cool, danke. Frag, wem gehört die? Das wäre meine gewesen. Das wäre die gewesen, die du dir von Hannah ausgeliehen hättest, ja. Ja. Und ich glaub's nicht, aber ich sammle Blumen ein. Mein Inventar ist schon voll. Ich muss nochmal los und Blumen sammeln. So, ey, wer will die Axt? Ich schmeiß sie hier hin. Haben wir jetzt 11 Müllwürfel. Insgesamt. Yay. Haben wir noch was zum Grillen? Außer Rüben und Kartoffeln? Ja, ich. Keine Ahnung. Guck mal rein. Dann haben wir was zum Fleisch Grillen? Drauf, ja, ich. Aber Rüben, Kartoffeln würde ich jetzt nicht grillen, weil das ist ein bisschen unnötig. Dafür brauchen wir die Planken dringender. Also gut, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge sind wir noch an der nächsten Insel angekommen, dann bei Boa Island, oder? Ja, definitiv. Und haben wir das Zimmer gebaut. Ich habe übrigens das zweite, ich habe das Bett gefunden. Du kannst bei Hängematte und so umschalten. Kostet die gleichen Ressourcen. Ja. Ah. Aber gut, dann war's das für die Folge. Jo. Tschüss. Tschüss.